Ich glaube, das mit dem Reden wird nicht mehr viel. So, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da vorne läuft Lotta. Hallo zusammen und herzlich willkommen in einem weiteren Video. Im Moment läuft es Schlag auf Schlag hier bei uns. Vorgestern? Am Donnerstag, ja genau. Vorgestern war der letzte Wettkampf, das war Waiblingen der Triathlon. Heute geht es schon zur Startnummern, Abholung, Ausgabe zum Stuttgartlauf. Wir sind hier Samstagmittag gleich hergefahren, dann müssen wir das morgen früh nicht machen, können alles vorbereiten und haben Zeit, schön zu filmen. In diesem Fall sind wir in zwei unterschiedlichen Teams unterwegs. Und zwar bin ich mit meinem noch Arbeitgeber als Firmenstaffel gemeldet und der Schorsch läuft alleine. Ja, genau. Ich laufe alleine. Lotta hat dann nur, ich glaube, 6 Kilometer oder so irgendwas. 6,8. Und ich werde dann die volle Distanz in Angriff nehmen. Ich wollte eigentlich Bestzeit laufen, aber da weiß ich noch nicht, ob das funktioniert morgen. Da müssen wir noch mal gucken. Aber jetzt die erste Aufgabe ist halt jetzt mal die Startnummer abzuholen. Und dann können wir uns das Ganze hier auch gleich angucken und wissen dann, wo wir morgen hin müssen. Ich habe so eine X-Nummer. Ha, 65,34. Ja, dann gehe ich einmal weiter. Ja, also dann. Bis gleich. Hallo. Hallo. Die 65,34. 6,5, dann gehe ich eins drüber. Ja. Super. Sehr gut. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Dankeschön. Hast du auch eine Tüte und Duschgel bekommen? Weiß ich noch nicht. Ich habe noch nicht reingeguckt. Also ich, ja, guck mal hier. Sieht das so aus? Voll praktisch. Ja, Roche. Da sind wir auf dem Rückweg. Wir haben die Fanmeile noch einmal abgegrast. Da gab es nichts. Also geht es jetzt schnell zum Einkaufen und dann nach Hause. Wir haben heute noch ein Podcast-Interview und dann müssen wir vorbereiten für morgen. Morgen ist um 9 hier Start. Da geht es früh los und dann sehen wir uns auch wieder. Morgen früh um, na vielleicht nicht um 9, um 7. Schönen guten Morgen. Da sind wir wieder, beziehungsweise da bin ich. Lotta ist noch am Frühstücken in der Küche. Ich habe mich hier rausgesetzt, weil ich mein Frühstück hier auf dem Balkon genießen kann. Ich habe auch wieder meine Schüssel. Eigentlich mein normales Frühstück, ich habe nur keinen Quark reingetan und das ist jetzt halt warmer Apfel mit warmer Banane und warmen Haferflocken und warmer Erdnussbutter. Oh. Ich freue mich und ich hoffe, es läuft gut. Ich werde jetzt frühstücken, dann müssen wir noch ein paar Sachen vorbereiten und dann geht es eigentlich auch schon auf den Weg. Ja, bist du bereit, Lotta? In 2 Stunden. Alles klar, dann sind wir genau auf dem richtigen Weg. So, 7:30, wir stehen jetzt hier auf dem Parkplatz. Die Männer müssen wie immer pinkeln und haben biologische Vorteile. Ich muss zum Glück nicht und warte jetzt erstmal, bis der Schorsch wieder auftaucht. Also die erste Challenge des Tages haben wir schon geschafft. Wir haben einen Parkplatz und auch nicht so weit weg. Die erste Pinkelpause gab es auch schon. Ansonsten, ja, die Sonne dürfte noch ein bisschen mehr rauskommen. Aber wir haben jetzt 7:30 und haben noch 1,5 Stunden bis zum Start. Ich glaube, so früh, verhältnismäßig so früh, war ich noch nie bei einer Veranstaltung. So, jetzt habe ich meine ganzen Klamotten eingepackt. Lotta habe ich leider verloren. Da muss ich mal gucken, wo ich die finde. Aber ich muss jetzt das Zeug abgeben, weil es zeitlich doch ein bisschen knapp wird. Und ich auch noch zum Start muss. Tja, viel los hier. Hallo. Dankeschön, vielen Dank fürs Helfen. Also, Pinkelpause ist erledigt. Wir können jetzt zum Start gehen. Und Lotta ist tatsächlich auch noch ein paar Minuten bei mir, weil Lotta natürlich mit der Firmenstaffel läuft. Und mit der Testosteronstaffel. Ja. Es gibt mehrere Firmenstaffeln und ich bin bei den schnellen Jungs eingeteilt. Warum genau. Auch immer. So, das heißt, Lotta muss liefern, hat das Gel schon in der Hand. Und ja, wir gucken mal jetzt, dass wir in den Startblock kommen. Ich weiß nicht, wie weit es noch ist. Wahrscheinlich 5 oder 7 Minuten, hoffe ich. Und dann geht es um 9 auch direkt los. Unter die Läufer und dann
woher Sie kommen und ob Sie zum ersten Mal dabei sind. Wie geht's dir heute Morgen? Du kommst, dein Name? Okay, und du heute zum ersten Mal beim Stuttgartlauf dabei oder ein ganz erfahrener Hase? Schon zum vierten Mal hier. Schon zum vierten Mal hier, super. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, auf geht's. Jetzt schaue ich mal, wie schnell das heute funktioniert. So, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber da vorne läuft Lotta mit einem extrem harten Tempo. Also, ich wollte ja schon schnell laufen heute, aber ich komme da nicht ran, ohne von meiner Pace-Strategie irgendwie abzuweichen. Mal gucken, ob das da vorne so bleibt. Dankeschön! Weiter! So, Kilometer 15 ist durch. Ich glaube, das mit dem Rad wird nicht mehr viel. Ich nehme euch jetzt noch mit, guckt, dass es schnell wird und ich gut ins Ziel komme und dann sprechen wir einfach hinterher. Ganz viele Tausend kommen jetzt hier noch rein und die werden es ebenfalls genießen. Oh, Dankeschön. Ich finde es ja schön. Oh, aber jetzt reicht es, glaube ich, erstmal mit Wettkämpfen. Das war jetzt Nummer 4 in 3 Wochen. Ich glaube, ich brauche ein bisschen Verpflegung. Und dann. Hast du dir verdient, die Verpflegung. Super war's. Dankeschön. Dankeschön. Seid ihr zufrieden? Ja. Okay. Dankeschön. Irgendwie sind die auch überall, ne? So, gibt es hier auch was zu essen? Ah, ich glaube da hinten. Da ist ein großer Apfel und eine große Banane. Da hinten hole ich mir jetzt was zu essen. Und ich glaube, ich rufe zwischendrin Lotta mal an und frage mal, wo die ist. Hallo Lotta! Mensch, na? Hast du was bekommen? Ja, wie schön! Ich hab gleich noch ein bisschen viel getrunken, damit ich da wieder raus kann. Boah, du bist richtig rot. Ich muss die Flaschen abgeben, ja. Lief's gut? Ja, meine Uhr hat keinen neuen Rekord angezeigt, was ich nicht verstehe, aber muss ich noch mal nachgucken. Aber bist trotzdem schneller gelaufen? Also ich habe zu früh gedrückt, 1:47:33. Dann hätten wir uns eigentlich noch sehen müssen. Ich war hier die ganze Zeit am Zielkanal dann, aber... Und bevor ich jetzt anfange zu essen, Lotta, erklär mir mal bitte, was du für Schnitt gelaufen bist.
Ich bin die ganze Zeit in einem Fünferschnitt hinter dir gelaufen. Du bist hinter mir gelaufen? Ich habe dich nicht eingeholt. Ich hab gesehen, wie du beim Wechselpunkt noch ganz weit nach hinten gelaufen bist, weil du deine Ruhe gebraucht hast. Ich habe noch 15 Mal Lotta geschrien und dann war ich vorbei. Was, oh, krass. Was für eine Nummer bist du denn gelaufen? Ja, ich weiß auch nicht. 4,55er fest. Das muss auf jeden Fall eine Bestzeit sein, aber meine Uhr hat mir jetzt noch nichts angezeigt. Also 4,55 auf 6,5 Kilometer. Ich glaube, bei mir waren es 6, ich weiß nicht, scheinbar habe ich zu spät gedrückt. Aber ich habe eigentlich 6,57 Kilometer. Unglaublich. 32. Ich hab dich auch auf Kamera, ich habe immer dein T-Shirt gesehen und du liefst da vor mir weg. Und dann bei der Steigung kam ich so ein bisschen ran und kaum was da vorbei ging, sind da runter, warst du wieder weg. Und ich dachte, oh Gott. Echt? Ich muss so aufpassen, dass ich bei meinem Tempo bleibe. Ja. Wenn ich dich einhole, verbrenne ich so viel. So. Krass, ja, ich konnte ja auch ein bisschen schneller laufen, weil ich musste ja nur diese 6,8 was auch immer schaffen. Ja, war richtig gut. Ja, ich war auch die erste von unserer Staffel. Die waren alle so, oh, du bist ja schon da. Und dann hat es, glaube ich, 3-4 Minuten gedauert, bis dann jemand anders kam. Also sehr gut. Habe ich dann doch die Fahne für die Firma hochgehalten. Ja, also ich esse jetzt erstmal und dann schauen wir mal, vielleicht die Dusche wäre ganz gut. Ja. Auf dem Weg zum Auto. Und ein kleines Fazit, ich glaube, wir sind beide zufrieden. Wir haben nämlich recherchiert, Lotta ist mit ihrer Staffel Vierte geworden. Mit der Testosteron-Staffel. Ja, Vierte. Und es haben nur 8 Sekunden gefehlt bis auf den dritten Platz. Das heißt, ganz knapp. Ja, wenn ich meine Schuhe nicht hätte binden müssen, dann hätten wir es vielleicht geschafft. Also, ganz klar, liebes Nike Running Team, eure Schuhbänder sind daran schuld, dass Lotta nicht aufs Treppchen kam dieses Mal. Aber muss man jetzt sagen, vorgestern, also am Donnerstag, Zweite in der Altersklasse und heute Vierte gesamt. Wuhu! Das kann sich sehen lassen. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Nein, wir gehen jetzt ins Auto, werden euch da ablegen und dann noch hier in irgendeine Beachbar gehen, wo Get Together mit der Firma ist. Aber mit dem Video sind wir jetzt erstmal durch. Genau. Und mit den Wettkämpfen auch. Das nächste, was ansteht, ist Rot. Und bis dahin sind es jetzt noch, ich glaube, 35 oder 36 Tage, die wir ganz viel Radfahren müssen. Ruhe haben und keine Wettkämpfe und sowas. Da freuen wir uns, glaube ich, beide drauf erstmal. Und ja, es wird trotzdem weiter Videos geben, weil wir sind auf jeden Fall, ich glaube, am 29. Mai auf der offiziellen Radstreckenerkundung vom Challenge. Wir sind wahrscheinlich am 9. Juni auch noch mal da in der Gegend. Wir haben noch ein Bike-Fitting vor uns und irgendwas finden wir für ein anderes Video auch noch und dann ist die Zeit auch schon rum. Das heißt, am besten jetzt abonnieren, dem Video einen Daumen hoch geben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. So ist es. Bis dann.